Hallo zusammen und herzlich willkommen zur eventuellen letzten Folge in dieser Season zu Planet Base. Denn immerhin, wir nähern uns gewaltig den 300er Arbeitergrenze oder Personengrenze. Sagen wir so, bleiben wir mal bei Personengrenze. 50% Kommission. Entlassen, komm, können wir besser was kriegen. Mein Ziel ist wirklich hier durchzukommen. Und eventuell, oh Gott. Weil ich gerade sogar noch richtig gut durchkomme, aber mit dem minimalen Aufgebot, was wir gerade haben, in Sachen Strom und allem anderen, bezweifle ich das langsam wirklich. So, einmal die Zähne, zack, fertig. Machen wir noch Solarkraftwerk hin. Ich würde mal sagen, der hier pumpt hier gut rein. Es sollte eigentlich den Bereich, ach komm, ernsthaft, immer noch 20%. Okay. Es ist besser als vorhin 18%. Also, auch wenn es bloß ein kleiner Sauerstoffgenerator ist, er pumpt zumindest genug rein, um uns am Leben zu halten. Und wir haben genug für 300 Leute auf jeden Fall. Aber nicht auf einen Wegen. Ich müsste mir nochmal links und rechts eine Reihe machen, mit in der Mitte nur Sauerstoffgeneratoren. Aber ich habe jetzt ernsthaft... Oh, ernsthaft. Du willst mich verarschen. Schon wieder Besucher. Oh, Manometer. Alarmstufe Rot, ich wiederhole, Alarmstufe Rot. Wir haben soeben Eindringlinge erkannt. Eindringlingsalarm. Bitte jeder soll sich an Sicherheitsschleuse Nummer 1 begeben und den Gegner niedermähen. Zwei Kolonisten sind gestorben und 5 Eindringlinge wurden besiegt. Ah, jeder Kolonist schmerzt einfach nur. Das sind so Sachen, die müssten eigentlich nicht sein. Überhaupt nicht sogar entlassen. Und der Rest kommt hoffentlich noch irgendwie in die Krankenstation. Sonst werde ich nämlich wütend. Richtig wütend sogar. Wie schaut es hier drin aus? Die Bauroboter sind gerade nicht drin, aber wir hauen immer noch gut raus. Unsere Produktion ist immer noch top. Hier ein bisschen was, hier ein bisschen was. Wir haben noch genug. Es muss wirklich alles nur transportiert werden. Und dafür bauen wir die wunderbaren Halbleiter. Aber dafür sollten eigentlich, yep, immer wieder mal hier die Ingenieure drin sein. Wunderbar. Um dem Ganzen hier etwas nachzuhelfen. Denn bei fast 355 Roboter ist ziemlich wenig. Eigentlich sollte jeder seinen eigenen Roboter an seiner Seite haben, aber das ist zum Teil auch, muss ich gestehen, leider Wunschdenken. Es wäre schön, wenn wir sagen könnten, hey, jeder von uns hat seinen eigenen Roboter, aber Realität schaut doch immer ein bisschen anders aus. Ich wollte gerade sagen, du bist doch ein Arbeiter, du brauchst doch hier gar nichts. Haben wir doch schier gar den falschen. Zwei neue. Und 231 Leute. Oh. Ich will eins haben. Ich will einfach nur durchkommen. Was anderes möchte ich schon gar nicht mehr. Solarkraftwerk ist gebaut. Heißt, tagsüber können wir wieder ein bisschen mehr reinpumpen. Baroder, Transportroboter. Für 45% Kommission. Den nehmen wir. Der sowas von gekauft. Dazu ein bisschen Geld und am besten noch ein paar normale Rohstoffe. Okay, damit kann ich leben. Damit kann ich recht gut leben. Aber zumindest mal die ganze Stärke weg. Handeln, Dankeschön. Was wir nicht haben, ist eigentlich so viel Erz. Die Frage ist, brauchen wir so viel Erz überhaupt? Ich würde schon fast sagen, ja, eigentlich. Ich habe natürlich nicht gesehen, wo die hingelaufen sind, aber egal. Also Erz könnte man in der Theorie sogar noch eine weitere Mine hinmachen. Die Frage ist natürlich, wie viele... Nur 7 Bohrroboter momentan. Oh, das ist aber nicht gut. Das ist aber nicht gut. Da können wir schicker sagen, mach doch einen weiteren Bohrroboter hier draus. Heißt natürlich eine Neuprogrammierung für alles, aber das macht nichts.
Dann sagen wir doch, wir bauen noch mal eine weitere Mine hin. Können wir irgendwo hier eine Mine hinbauen? Yep, aber da ist kein Eingang. Können wir eine Mine irgendwo hinbauen? Yep, und da wäre sogar ein Eingang. Aber ich möchte es eher da hinten haben, wobei... Ne, das passt schon. Entlassen. Das wollte ich eigentlich machen. Einmal eine kleine Mine hier, damit hier auch noch ein paar Arbeiter rauskommen. Die Frage ist, könnte ich hier sogar noch mal eine weitere Luftschleuse hinklatschen? Ernsthaft? So viel Platz und keinen Platz für eine Luftschleuse? Verdammt. Man merkt, es wird hier beansprucht. Es wird hier mehr als beansprucht, aber okay. Es geht trotzdem noch. Ja, das sollte man eigentlich nie machen. Das dürfte jetzt hier irgendwie im Nirvana verschwinden. Nachdem hier kein Bauroboter oder sowas hinkommt. Die schauen schon alle raus. Die schauen alle raus und denken sich, Moment, das kann man gleich mal zeigen. Jupp, da sind Rohstoffe, die werden wir nie wiedersehen. Eine große Gruppe berichtet um Essen und Trinken und jupp, die darf gerne kommen. Und verdammt, ich muss schnell Alarm geben. Flüchtlinge dürft gerne kommen, ihr werdet wahrscheinlich sterben im Schneesturm draußen, aber es macht nichts. Ich bin nicht schuld an eurem Mist. Mein Gott, sind das viele. Hätte ich gedacht, ich habe die Luftschleuse vielleicht schon zugemacht, aber nein. Kommen sie doch noch durch. Da hatten die aber mehr als Schwein, du, mehr als Glück, du. Heieiei. Ich will gerade nochmal eine weitere Kantine hinzustellen irgendwie. Dass man da oben eine hinmacht, damit meine Nahrungsmittel bereitgestellt werden. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so unklug. Es gibt bestimmt auch klügere Sachen, aber zu unklug wäre es auf jeden Fall ganz und gar nicht. Weil wenn man bedenkt, wir haben hier oben ziemlich viel Sauerstoffgeneratoren. Dann machen wir es einfach mal. Sagen wir eine Kantine. Handelsschiff. Yep, Moment, Moment. Viele Gänge. Kantine groß und Handelsschiff jetzt. Jetzt bin ich für dich da. Was kann ich für dich tun? Arzneimittel? Nein, ich brauche mal nicht entlassen. Brauchen wir gerade rein gar nicht. Soll ich vielleicht noch ein bisschen Bewässerung machen? 60, ja, eigentlich nicht, eigentlich nicht. In der Theorie haben wir mehr als genug. In der Praxis vielleicht nicht ungefähr, aber es reicht, es reicht. Hier genug, dort genug. Fleisch haben wir nämlich so viel, aber wir haben auch keine weitere Krankenstation, um sowas machen zu können. Außer natürlich. Haha, außer natürlich, wir sagen. Erst einmal Hallöchen zu den neuen Ankömmlingen. Okay. Das sagen wir wirklich Hallo. Ich wollte gerade sagen, wenn es keine richtigen Ankömmlinge sind, sondern nur irgendwelche Weltraumpiraten, dann töten wir sie gleich. Eine grundlegende Krankenstation zur Behandlung von Kolonisten? Nein, dann lieber ein Labor für synthetisches Fleisch. Können hier rumgehen. Dann gibt es noch eine kleine Fleischproduktion. Weil uns fehlen wahrscheinlich eh so oder so ein paar mehr Leutchen hier, aber naja, naja. Die Anlage ist groß und je mehr Transportroboter wir haben, umso organisierter wird das Ganze auch. Ah, Entschuldigung. Ich hoffe mal, das hat man jetzt nicht gehört. Ich habe gerade ein bisschen husten müssen. Ich habe etwas raue Stimme. Ich glaube, danach mache ich mal eine kleine Aufnahmepause. Entlassen, Dankeschön, ich brauche mal nicht. Aber zuvor heißt es, in den nächsten, ja, 15 Minuten ungefähr, schauen, dass wir das Maximum an Leute hier raushauen können. Kantine ist gebaut, das ist schön. Heißt so viel wie... Da. Darum jetzt richtig viel sogar hin. Plus eine Handvoll Wasserspender, warum eigentlich nicht? Und ein paar Plasma-TVs. Ungefähr dort noch ein, dort noch ein. Passt, passt. Es sind genug Essensfertiger für den Anfang. Schau mal. Minenarbeiter haben wir auch noch mal ein, das ist auch gut. Ein Besucher fehlt noch, Planeten 247. Oh, wir nehmen uns langsam.
Langsam sicher und 61 Roboter. Oh ja, ich danke dir. Ich danke dir, dass mein Roboter jetzt endlich mal hinhaut. Nahrungsmittel? Nein, ich möchte kein Nahrungsmittel kaufen. Dankeschön. Brauche ich nicht, möchte ich nicht, will ich nicht. Wir haben hier genug. Labor wurde gebaut. Wunderbar. In diesem Labor werden wir einfach nur Fleisch abbauen. Wenn wir nämlich hier jede Menge Fleisch haben, haben wir die Welt für uns. Sag ich es einfach mal so plump. Keiner da? Na gut. Na, es geht doch, es geht doch. Wir brauchen einfach noch ein paar mehr Essensverteiler. Dann funktioniert es. Eventuell müssen wir noch ein bisschen umstrukturieren, aber es geht, es geht. Eingehender Funkspruch. Eine große Gruppe verletzte Soldaten. Nimm her damit, komm. Alles her damit. Und verkaufen wir uns jetzt alles, was wir brauchen. Ihr seid wirklich groß, ihr seid wirklich groß. Ziemlich viel auf einmal. Handelsschiff ist eingetroffen. Haben wir vielleicht bei dir noch ein bisschen was? Yep. Und zwar ein Transportroboter. 55% Kommission, das geht, das geht. Das geht wunderbar. Selbst mit einer großen Gruppe. Das kriegen wir hin. Ah, oh, verdammt. Okay, dann tun wir einen Bauroboter wegmachen. Und noch zwei davon. Passt, handeln. Handeln reicht vollkommen aus. Dafür kriegen wir noch ein paar Roboter mit hinzu. Ich meine, wir produzieren es zwar auch relativ gut raus, aber so ein paar mehr Roboter hätte ich nichts dagegen. Hühnchen, du machst das hier. Machst das hier. Wir waffen da eindringlich wurde entdeckt. Das ist aber nicht so gut. Die Frage ist, wo ist die Wache? Ah, hier ist die Wache. Diese Wache müsste doch hoffentlich stärker sein. Und das nächste. Ah, okay. Ich muss nicht immer alles auf Alarmstufe Rot schalten. Oh. Es geht auch ohne. Und einer der Wachmänner ist tot. Verdammt, noch eins. Ja, dabei ist leider etwas angeschlagen. Ich hoffe, denen geht es nachher wieder besser. Ich brauche nämlich die Wachmänner ganz dringend. Einfach so ohne Wachmänner in der Gegend rumstehen, ist nämlich nicht so schön. Überhaupt nicht schön sogar. ...249 Leute. Immer noch zu wenig, immer noch zu wenig. So, einmal das, einmal das, einmal Fleisch. Das, einmal das, einmal das. Einmal du. Und einmal du. Wunderbar. Von jedem etwas. Genau das, was der Arzt verschrieben hat, von jedem etwas. Mehr können wir nicht hinbauen. Ein Bauroboter, das sehen wir gerade, brauchen wir überhaupt nicht mehr. Und nicht so viel, denn wenn man nichts warten muss, dann gibt es auch nichts zu tun. Transportroboter für 120 wieder. Das machen wir. Und einen weiteren Bohrroboter. Die sind aber jede Menge aus der Geldkasse. Plus ein bisschen was aus der Stärkekasse. Mit Betonung auf ein bisschen was, denn das kleine Schifflein ist ziemlich schnell voll, wenn wir versuchen, das voll zu pumpen. 360 brauchen wir. Haben wir gleich. Und ein bisschen Stärke. Da ist noch eine Stärke ausstehend. Und noch mehr Roboter. Noch mehr Roboter, noch mehr Leute. Kleiner Tisch. Wie sie Leute auch hinhocken können. Wenn ich sage, das kommt nämlich direkt hier rein. Und das kann man auch noch hier reinschmeißen. Und das kann man auch hier reinschmeißen. Hauptsache, wir haben überall etwas. Danach bin ich ja schon mehr als zufrieden. Was wir noch machen, könnten wir vielleicht einen Lagerplatz hier oben hinstellen. Das heißt auch nur ein kleiner. Nummer 4-4. Falls gerade irgendwas nicht verarbeitet werden kann, kann man es hier reinlegen und danach hier wieder reinschmeißen. Damit sollten Leute auch recht gut versorgt sein. Dankeschön, ich wollte gerade sagen, der steht ja immer noch dort. Aber ja, der soll ja auch dort stehen. Ein einziger, das ist zu wenig. Jungs, ein kleines Raumschiff bei so einem großen Ding. Also ich bitte euch. Jetzt wollte sie mich aber mehr als verarschen. So, ein Transportroboter. Kommission von 35. Oh, ja.
Können wir kleinen Bauroboter noch mitnehmen. Wieder alles bezahlen. So gut wie zumindest. Ja, und dann machen wir jetzt das Lager wieder von ihm voll. Kann man so ein bisschen Geld wieder einsparen. Warum nicht? Für einen dringenden Einkauf. Falls wir irgendwie jetzt spontan sagen, oh, uns fehlt irgendetwas. Und wir können gerade bloß mit Cash zahlen, weil wir... Weil die Leute gerade zu arg damit beschäftigt sind, Sachen hin und her zu tragen. Dann können wir sagen, hier, wir haben was übrig. Wir müssen nichts transportieren. Ich kaufe das einfach bar. 76. Energie geht, Sauerstoff geht, Wasser dreht. Essen und Trinken sollte eigentlich auch so weit gehen. Yep. Also egal, was man macht, wir sind gerade mehr als im grünen Bereich. Das ist eigentlich nur durchstarten und hoffen, 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 dass wir es schaffen. Schade. Zum Schluss hätte ich noch irgendwo gerne hingebaut, aber irgendwie, na, gefällt ihm auch nicht so ganz. Es war 53, komm schon. Ein paar mehr Leute. Ist es so viel verlangt, ein paar mehr Leute zu wollen? Wir scheinen die gerade wirklich eher darauf aus, mit uns zu handeln. Entlassen brauchen wir nicht. Sofort wieder wegfliegen. Sofort wieder wegfliegen. Okay, wir können ja mal sagen. Ein weiterer. Und weg mit dir. Hier ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Kann es vielleicht sein, dass wir gerade etwas im... Anständig? Warum nur anständig? Uns geht's doch gut. Okay, die Leute haben viel essen, wollen sie aber... Wir pumpen ja eigentlich schon recht gut raus, also... Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Noch ein weiterer Biologe, der hilft dann auch wieder mehr mit aus. Damit das hier alles läuft, haben wir wieder Fleisch und alles drum und dran, also... Wenn die Dinge hier mal voll sind, dann sind sie voll. Das überlege ich gerade. Schweinefleisch, gibt es auch eine richtige Mahlzeit oder? Ist die Frage. Beides kann man verarbeiten wahrscheinlich, so wie es ausschaut. Handelsschiff. Hätte gerne noch einen Transportroboter. 40% Kommission ist nicht schlecht. Kann man lassen soweit. Dann geben wir noch ein bisschen Essen mit hinein und... Bauroboter und Bauroboter brauchen wir eigentlich gerade gar nicht. Naja, dann können wir lieber sagen... Hier, passt. Ein direkter Einkauf, ein weiteres Roboterchen und ein bisschen was zu essen für unsere armen Leutchen. Die anscheinend dringend verhungern hier. Müssen wir sagen, hier bitte die Kanülen hier voll pumpen. Das ist echt krass Problem. Wir haben zwar raus, aber der Transport ist nicht da. Er ist nicht gegeben. Also wir brauchen noch mehr Transportroboter. Beziehungsweise wir können hier oben eigentlich... Guck mal, hier ein riesiges Futtereck. Mal nochmal in die Kantine hin. Dazu machen wir hier noch gleich mal einen weiteren Sauerstoffgenerator hin. Halt, niemand, Moment. Den brauchen wir wenn dann. Wenn schon, dann denn schon. So. Also das können wir noch weglassen. Vielleicht wenn das alles gebaut ist, dann können wir zur Seite bauen. Nicht, dass noch irgendetwas passiert. Wir haben hier Transportroboter. 510 kaufen wir wieder ein bisschen was ein. Wir verkaufen hier ein bisschen was. Passt. Passt mehr als gut. Wir haben jetzt jede Menge Erz, wir haben jede Menge Stärke. Wir produzieren, wir können bauen. Wir sind zufrieden mit der Welt. Mit dem hier noch nicht ganz, weil irgendwie... Ja, wobei... So langsam kriegen sie es ja raus. Ich brauche vielleicht noch ein paar weitere Leutchen, aber sonst ist gut. Ja, okay, Moment. Bitteschön, Alarmstufe Rot. Jeder greift an. Egal wer, ihr boxt alle auf die Leutchen ein. Vor allem, wenn ihr mich hier sonst alle drauf geht.
254. Oh mein Gott. Ich weiß sagen, ich bleibe jetzt da. Diese Folge wird so lange gehen, bis wir die 300er Grenze erreicht haben. Davor machen wir auf keinen Fall Schluss. Soweit kommt's noch. Sind auf jeden Fall zwei Fleisch, ich weiß gar nicht. Hühnchen, was sie mit dem Fleisch noch anfangen können. Doch bin ich mir ein bisschen uneins. Hast du irgendwas? Du hast Medikamente, wir brauchen nichts davon. Dankeschön. Mach den Platz frei. Wir brauchen dringend noch ein paar andere Sachen. Noch mehr Transportroboter auf jeden Fall. So, Transportroboter, Transport, Transport, Transport. Unmengen an Transportrobotern. Noch normaler Bauarbeiter. Ein einziger nur. Ach, komm schon. Er ersetzt den einen Toten auf jeden Fall. Das ist schon mal schön und gut, aber muss auch noch besser gehen. So, irgendjemand. AC, was treibst du? Darfst du gar nicht hier sein? Was zum... Was? Ich wollte gerade sagen, also bevor du irgendwas machen darfst, Arbeiter haben nichts zu tun? Arbeiter haben nichts zu tun? Gibt es keine freien Materialien gerade mehr? Frei Erz? Muss ich nochmal was an der Verarbeitung machen? Ich glaube fast ja. Okay, gut. Wenn es daran liegt, dann machen wir mal Aufbereitungsanlagen. Können wir da irgendwas reinsetzen? Hier zum Beispiel. Das wäre zu schön gewesen, wahr zu sein. Hier irgendwas, hier vielleicht, dort, 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 hier, dort, 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 dort. Ach, da unten wäre vollkommener Schwachsinn, das ist nämlich überhaupt nichts. Ja, dann müssen wir hier oben gucken. Also, wenn ihr gerade nichts zum Aufbereiten habt, dann gebe ich euch was. Dann könnt ihr aber sowas und sicher drauf sein. Hier. Tun wir hier was aufbereiten. Große Kantine. Wird gebaut. Die nächsten Maschinen werden hier reingeklatscht. Hier, bitteschön. Dann noch ein paar Sitzgelegenheiten. Warum nicht? Ein paar mehr wären gar nicht mal so schlecht. Das ist das Optimum, wenn ich mal rausfinden, wie viel sowas ist. Zwei Stück, vier Stück, nein. Die hier gebaut und wieder ein paar Wasserspender dorthin gesetzt. Passt, passt. Also wenn wir jetzt das ganze Zeug nicht verarbeiten können zur Futter, dann weiß ich auch nicht, du. Dann weiß ich aber wirklich nicht. Jetzt haben wir extra so viel hingebaut. Es muss doch langsam mal funken hier. So, brauchen wir nicht. Das heißt, mit so vielen untätigen Arbeiten, den können wir gleich Arbeit auf jeden Fall geben. Dann können wir nämlich mehr Rohmaterialien raushauen, mehr Rohmaterialien verarbeiten, welche in die Fabriken reinkommen, wodurch wieder unsere höhere Tech finanziert wird. Okay, normale Arbeit, oder? 260 Leute, das passt, das passt. Wir nähern uns immer mehr und wir haben fast 70 Roboter schon. Oh, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und die werden natürlich gleich mal vollgefüllt. Wo man nur kann, sofort Essen reinstopfen. Am besten direkt in den Mund. Wir brauchen eine Verarbeitung, wenn er direkt einen Mund hat, mit dem er alles auffuttern kann. Das ist gerade die Bioplastik, so ein kleines bisschen. Aber vielleicht hast du vielleicht irgendwas für uns. Lassen. Der ist irgendwie... Der weiß nicht, was ich brauche. Ich meine, die Romantik brauche ich gar nicht. Ich brauche wirklich das verarbeitete Zeug. Danke, einer schon wieder. Es dauert ein ewig neuer Tag, bis ich hier mal was erreichen kann. Kein Tisch wurde gebaut. Wunderbar. Wenn jetzt hier das hier noch bauen könnte, wäre ich wunderbar beeindruckt. Aber ich glaube, die tun das irgendwie immer so ein bisschen priorisieren. So ein klitzekleines bisschen zumindest. Die Roboter haben nichts zu tun, das kann nicht sein. Exzent auf dem Weg zu Gemüse. Es gibt eigentlich immer etwas zu tun, deswegen habe ich ja so viele Transportroboter. Wenn es mal überhaupt nichts zu tun gäbe, würde es mich mehr als wundern.
Dankeschön, du große Bottich. Du hast doch jetzt bestimmt irgendwas. Du hast auch nichts. Verschwind, du hast auch nichts. Bioplaste. Ich bräuchte einfach noch ein kleines bisschen Bioplaste. Ja, ja, bitte zwei Stück noch. Wenn wir noch zwei Bioplaste bringen. Könntet, war. Was machst du denn da? Über Stock und Stein? Fährst du gerne heim? Mein Gott, die KI denkt sich aber gerade einen Weg da hinten aus. Den wird nicht mal ich freiwillig gehen. So, eins. Zwei. Dann eins, zwei. Eins und zwei. Und die Frage ist jetzt. Eins und zwei. Machen wir mehr Bio. Machen wir mehr Bio, damit sollten wir, glaube ich, ein bisschen mehr anfangen können. So, meine lieben Mitarbeiter. Ihr könnt direkt an die Maschinen dann gleich anfangen. Insofern wir natürlich hier alles mal vollgepumpt haben. Nein, brauche ich auch nicht. Dankeschön. Ich bräuchte mal richtiges Zeug, was ich auch verkaufen kann. Immer so Pseudo-Gedöns hier. So, pumpt die Stärke rein. Pumpt das Erz rein. Macht mich glücklich, Leute. Macht mich glücklich. Zwar 73. Oh Gott, ja. Es kommt immer näher das Ende. Ein kleines Schiff gestrandet, oder? Bitte um Hilfe. Ja, komm, machen wir einfach. Das bunkern wir jetzt noch vorhin raus. Sauerstoffgenerator. Einfach nur, weil ich weiß, dass hinten der Sauerstoff ziemlich schnell leer sein kann. Und, ne, wir brauchen kein Metall, wir bräuchten das Bioplaste. Aber wir können zumindest mal schauen, dass wir den Transportroboter hier nochmal bekommen. 120, das wird gekauft. Da schicke ich momentan einfach niemanden mehr los, um was zu handeln. Hier, bildschön, 20. Hauptsache, das Dingele ist da. 275, langsam wird's. Sauerstoff in der Kantine ist ziemlich gering, aber das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir aber noch sowas von hin. Ersatzteile haben wir. Wir haben Halbleiter. Wir haben so ziemlich viel, wenn der Tag lang ist. Unsere Leute müssen eigentlich wirklich nur hier drum rumstehen und das Zeug verarbeiten. Und, Dankeschön. Hier produziert mir nur noch Transportroboter. So muss es sein. Fehlstimme steht kurz bevor. Oh Gott. Alarmstufe Rot. Wenn ich bin, darf. Alarmstufe Rot. Warum startet jemand mitten? Landet jemand vor einem Schneesturm? Sie sind komplett wahnsinnig. Ich finde es schön, dass sie trotzdem gekommen sind, aber sie sind trotzdem vollkommen wahnsinnig. Ich hoffe mal, die anderen Kollegen bleiben draußen und gehen nicht raus. Ich habe euch gerade geheilt, das ist schon klar. Ihr geht jetzt in den kalten Schneesturm raus. In euer kaltes Raumschiff, anstatt hier drin zu bleiben. Wo es sogar Bodenheizung gibt. Ja, habt richtig gehört. Boden, beziehungsweise Fußbodenheizung. Eisbänder sind eigentlich kleine Wärmflaschen, auf die ihr laufen könnt. Aber jetzt zieht es vor, in eurem kleinen Raumschifflein zu bleiben. Jetzt mich zu dem hier rübergegangen, da hätte es bestimmt noch eine Schlafkugel gehabt, aber so. So habt ihr einen Geist gehabt. Huppale. Der ist mir mitten durchs Gesicht geflogen. Nicht schön, überhaupt nicht schön. Wunderbar, noch mehr. Noch mehr, so, warte mal, das war ein bisschen viel. 116, 116 handeln, Dankeschön. Und danach reicht's. Danach brauchen wir keine Roboter mehr. Weil ich gerade sagen, kein Sauerstoff mehr, das kann nicht ganz sein. Weil mit den drei sollten wir eigentlich genug nachproduzieren. Und im Notfall bauen wir nochmal was hin. Ist ziemlich viel los, aber wenn das gebaut wird, könnte man hier vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr Sauerstoff rauspumpen. Bewaffnete Eindringlinge entdeckt, das ist aber nicht so gut. Simultaner Beschuss. Piu, piu, piu. Okay, Moment. Alarmstufe rot, ich bitte euch. Verprügelt die Eindringlinge, verprügelt sie. Verprügelt irgendjemand bitte die Eindringlinge, nimmt die Waffen auf. Okay. Alle Eindringlinge tot. Alles gut. Dann sofort die nächste Menschenladung reinschleppen. Und wehe, das sind nochmal. Oh Gott, danke.
Ich gerade sagen, wie das sind jetzt nochmal, sagt es mir, Besuche, die ich nicht gerne möchte. Ist noch drei Stück, die wahrscheinlich noch kein Essen bekommen haben. Das kann gut bei mir passieren. So gelegentlich kann das schon mal passieren. Zwei Stück inklusive Wache, das ist schon 280. Nur noch 20 Stück. Es kann sich nur noch um Tage handeln, bis wir es geschafft haben. Und dann ist dieser Planet, der Todesstern, endlich einsatzbereit. Ich weiß immer noch nicht, warum ich auf meinem Todesstern eine Pyramide und einen Monolith gebaut habe. Aber ich würde einfach mal sagen, weil wir es können. Noch eine Wache, schön. Ihr könnt mir auch jetzt noch 19 weitere Wachen schicken. Habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil. Ich glaube, wäre sogar gar nicht mal so das Schlechteste. Aber vielleicht hier... Yep, ich glaube, da können wir noch... Da könnte man vielleicht noch sagen, hier hinten... Ist zu groß, da machen wir so eins hin. Noch ein kleines Schlafgemach, dass die Arbeiter hier schlafen können, hier essen können und wieder arbeiten können. Minimalsten Weg zu allem. Wenn man sich vorstellt, ich hatte mal eigentlich geplant, hier unten was hinzumachen, aber... Naja, ist dann doch nichts geworden. Bedächtliche Verletztenanzahl. Machen wir. Zeig an, was du hast, Klappstuhl. Euch kriegen wir alle wieder heil. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Ja, aber das hat sich jetzt schon rendiert. Die Schleuse hier und vielleicht noch da hinten eine machen. Wobei, wahrscheinlich wird es gar nicht mehr nötig sein. 238. Langsam wird es doch was. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Moment, da habe ich was. Ich glaube, da habe ich was. Der Roboter weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich möchte gerne 7 Stück hier drin haben. Oder ist das zu viel verlangt? 1, 2. Nee. 4, 5, 6. Oh, komm schon, ernsthaft? Es gehen hier keine 7 rein. Na Gott. Ich glaube, ich habe das schon mal probiert. Um 1, 2 Pixel geht es nicht auf. Okay, dann wird es einfach so bleiben. Dann bleibt es einfach so. Es wird nicht schön sein, aber es wird zumindest funktionell sein. Können wir noch was bauen? Eventuell sollten wir vielleicht noch eine weitere Solaranlage irgendwie hinsetzen, denn Metall sollten wir... Haben wir genug. Metall, kann ich sagen, haben wir mehr als genug. Das heißt, wir können uns hier nochmal eine kleine Phalanx bauen. So rüber und so rüber. Ein bisschen was von allem. Noch auf fetten Kolar. Ja, da, wunderbar. Bergbauarbeiter haben wir auch alle versorgt. Mein Gott, sind wir gut. Mein Gott, sind wir gut. Okay, dann können wir noch da hinten vielleicht in die Ferne, weil es so weit weg ist. Den hier bauen. Und kein Kollektor mehr hier. Macht nichts. Macht nichts, es reicht mehr als aus. Handschiff ist auch noch da, aber ich würde mal sagen, wir brauchen von dir, brauchen wir nichts mehr unternehmen lassen. Passt schon. Was ich vielleicht noch machen kann, ist für die Sicherheitskräfte noch ein paar weitere Pistolen anfertigen lassen. Ein paar Halbleiter hier haben und noch hier ein bisschen was. So ist das. So ist das gut und so ist das fein. 289 Leute sollen es sein. Mit 66 Robotern. Und haben wir ein paar Sachen wieder verloren. Ein paar Roboter. Hier gibt es was zu essen. Hier gibt es was zu essen. Hier gibt es auch was zu essen. Trinken gibt es hier auch. Also ihr müsst bloß was trinken, wenn ihr durchstieg seid. Ich weiß, es ist eine neue Erfindung. Kann nicht jeder. Aber ich glaube an euch. Ihr könnt trinken. Ich glaube an euch. Wieder alles Mögliche anzubieten, aber eigentlich möchte ich nur noch, ja, wobei. Ja, gut, bei 40% kann man hier gar nicht nein sagen. Na, komm mal. Wir kaufen einfach, wenn wir irgendeinen Transportroboter sehen, kaufen wir einfach auf. Die paar Leutchen kriegen wir jetzt auch noch rum. Na, komm. 291, wir brauchen noch 9 Stück.
Der Countdown ist am Laufen, nur noch 9 Stück. Goliath muss auch nur noch gebaut werden. So viel Metall, so viel Bioplaste. Egal, was wir bauen wollen, wir können es jetzt einfach bauen. Wir müssen gar nicht mehr gucken, haben wir das eventuell noch? Könnte man da vielleicht noch was machen? Nein, wir sagen einfach, zack, es wird gebaut. Wir sind glücklich mit der Welt. Passt soweit, passt soweit. Das ist noch ziemlich leer, da kann man auch was rein verschiffen. So, bitteschön. 292. Die letzten 8 Leute. Oh, Moment. Du hier. Entlassen. Ein einziger. 293 immer noch. Oh, bist du ein Besucher wieder mal oder was? Nein, das ist komisch. Gestorben ist auch keiner. Dann frage ich mich, hatte ich zweimal hintereinander? Ah, komm schon. Schon wieder Besucher. Ach Gott. Eine kleine gestrandete Gruppe. Herkommen. Herkommen. Oh nee, komm. Fangt nicht an damit. Nicht damit anfangen, wenn ich bin darf. Alle mal bitte draufhauen. Wunderbar. Ich weiß, wir sind heiß begehrt. Aber so begehrt möchte ich dann auch wieder nicht sein. Oh mein Gott, das war mit vielen Leuten. Oh Gott, Dankeschön. Vielen lieben Dank. Das heißt, wir nähern uns dem Ende der Season Nummer 4. Gleich dürfte es soweit sein. Und ich kann eigentlich jetzt schon mal sagen, oh Gott, yep, das wird sein, das wird sein. Ach komm, einer. Okay, den einen. Kann ich aber jetzt schon sagen. An der Stelle, ich hoffe, euch hat diese Season auch wieder Spaß gemacht. Es war was Neues. Ein Eisplanet. Hatte man davor noch nicht, finde ich recht interessant. Was noch übrig bleibt, ist der Blitzplanet. Ob ich ihn direkt im Anschluss spiele? Oh Gott, ja. Ja, wunderbar. Der Zusammenschluss. Der Dukuni hat 300 Bewohner erreicht. Alle Ziele, was man möchte. Der Todesstern ist einsatzbereit. Und den Rebellen würde schlecht gehen. Denn wir werden ihnen das Bier wegsaufen. An der Stelle aber werde ich pausieren. Zack. Und hoffe, ihr hattet mit Season 4 genauso viel Spaß wie ich hatte. Und werden wir jetzt mal wieder etwas nach unten und nach oben ging. Aber ab und an ist das Spiel echt unberechenbar. Aber Season 5 wird auf jeden Fall kommen. Den letzten Planeten oder den sagen wir so, den neuesten Planeten mit Blitz- und Donnereinschlägen und dergleichen werden wir natürlich auch spielen. Aber etwas später. Ich möchte mal wieder ein anderes Spiel spielen. Einfach nur, damit bei Planet Base nicht so die Luft rausgeht. Aber Let's Play wird auf jeden Fall noch gespielt. In dem Sinne aber hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen und wünsche mir, dass ihr in der nächsten Season wieder dabei sein könntet. Bis dato aber macht es gut und wie immer. Tschüssi. So, jetzt machen wir noch einen letzten Augenblick. Guck wieder oben überall drauf. Könnt ihr mal sehen, im langsamen Modus, was man hier so alles erreicht hat.